Ja, ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Need for Speed 3. Wird übrigens die letzte Aufnahmesession, da ich mir doch ein paar kleine Umstrukturierungen überlegt habe. Ich habe erst kürzlich den Kommentar bekommen, das Turnier sei doch ein bisschen, ja, langweilig gewesen. Also, dass wir da immer so diese Strecken da abgefahren sind. Wie gesagt, ich will es da schon ein klein wenig attraktiver gestalten. Deshalb machen wir jetzt nicht das Knockout. Das kann ich euch vielleicht später in einem Special zeigen. Wie gesagt, das ist immer so blöd. Der eine will, dass ich es komplett durchspiele. Der andere will wiederum, dass ich da was anderes mache. Meine Fresse. Wie gesagt, man kann allen Wünschen nicht gerecht werden. Aber wie gesagt, es liegt letzten Endes an mir, wie ich es letzten Endes entscheide. Deshalb fangen wir doch mal direkt an mit der Verfolgung. Vermeiden Sie Verhaftungen, dann gehören Sie zu den meistgesuchten Menschen und gewinnen den Pursuit El Nino. Verteilen Sie die meisten Strafzettel, um Top-Polizist zu werden, und gewinnen Sie einen Pursuit Diablo SV. Ja, mal schauen. Wir können ja, wie gesagt, entweder ein Rennauto nehmen, dann sind wir die Gejagten, oder wir können den Jäger spielen und wählen die Pursuit Corvette. Wie gesagt, können wir alles selber entscheiden. Ich würde mal sagen, wir spielen mal als allererstes mal den Gejagten. Wie gesagt, bei Jäger habe ich immer solche Probleme. Und ja, wir können ja mal sagen, wir nehmen mal... Wir können doch übrigens nur bestimmte Autos nehmen, das zumindest. Weil wir können nicht alle nehmen. Der Mercedes ist zum Beispiel ausgegraut, die Ferraris sind ausgegraut. Ich denke mal, dafür haben die einfach keine Sprachausgabe mehr gehabt. Oder wer weiß warum. Wir nehmen mal die Corvette, Klasse B. Wir können ja auch mal gegen Klasse C Fahrzeuge fahren. Einfach mal, damit wir nicht immer das Standardzeug haben. Wir fahren mal ein Rennen. Ich weiß leider nicht, wie das Ganze mit der Verfolgung ablaufen wird. Übrigens, ich habe auch mal die Auflösung gerade für die letzte Aufnahmesession mal umgestellt auf 1024x768. Das Menü ist weiterhin klein, aber mal schauen, wie das Spiel dann aussehen wird. Und vor allem bin ich von der Performance mal gespannt, wie das ablaufen wird. Ja, wir haben einen pinken Corvette. Ja, performancemäßig geht es noch einigermaßen. Wir haben nur einen Gegner. Wir haben da oben eine Zeile eingeblendet. Das ist der Radarwarner sozusagen. Und in der Nähe haben wir gleich eine Polizei. Und der eine hatte schon mal Pech. Mal gucken, ob wir kein Pech kriegen. Haha, wir sind fein raus. Ja, von wegen, wir sind fein raus. Oh. Och nö. Nein, ich bin ganz woanders. Wir dürfen uns absolut nicht aufhalten lassen in den zwei Runden, die wir hier fahren. Ich glaube, da sollte im Hintergrund noch eine Stimme sein, allerdings hören wir die überhaupt nicht. Also, wer weiß, ob das bedingt durch die ERX-Soundeffekte ist. Wie gesagt, derzeit höre ich auf den Ohren keine andere Stimme. Es ist eigentlich noch eine männliche Stimme da. Aber die höre ich derzeit überhaupt nicht. Springen! Nein, 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 nein. Also die Polizei ist irgendwie ein bisschen... Also, ich kann mich noch erinnern, dass es eine männliche Stimme gab, die immer dazwischen gesprochen hat, wenn die Frau fertig war, aber irgendwie höre ich die hier gar nicht. Oh, da haben wir eine Polizeistreife. Da müssen wir vorbei. Verdammt. Nein, 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 nein. Nein. So. Nein, ihr verfolgt keine Corvette. Ihr verfolgt niemanden. Ich muss euch wohl etwa bestechen. Nein! Bloß keine Straßensperre. Alles bloß keine Straßensperre. Das müssen die auch alle so rasen. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Ich
muss auch selber mal vorsichtig fahren. Aber die Corvette lässt sich richtig gut fahren. Übrigens ist das jetzt auch mal eine relativ spontane Aufnahmesession. Jetzt wurde ein gleichwertiges Fahrzeug eingesetzt. Ja, nee, der Stadtgrenze, okay. Ja, die Gespräche sind hier allesamt richtig interessant. Nein, bloß keine Krähenfüße, die bringen uns wunderschöne Plattfüße. Ah, fuck. Ach nee, die bringen nicht nur Plattfüße. Ich gebe Ihnen eine Verwarnung. Aha. Ja, natürlich, da müsst ihr mir auch die Reifen abmachen. Ja, wie gesagt, wir dürfen leider nur ungestraft davon kommen. Wir dürfen nicht mal einen Strafzettel besitzen. Das ist das Blöde. Alle Einheiten verständigen. Einheit 38, ein weißer Estimator wird verfolgt. Ach, jetzt wird er wieder verfolgt. Wie gesagt, das ist jetzt auch eine spontane Aufnahmesession nach den hohen Temperaturen hier. Jo. Nö. Braucht doch gar nicht zu verfolgen. Herzlichen Glückwunsch. Sie werden polizeilich gesucht. Ja, es war sehr schön, dass ich polizeilich gesucht werde, aber allerdings sehe ich jetzt derzeit überhaupt nichts. Ich muss leider das Bild nochmal kurz umschalten. Da seht ihr jetzt bestimmt erstmal Schwarzbild. Now recording. Verdammt. Ich muss noch kurz die Aufnahme unterbrechen. Jetzt seht ihr erstmal schwarz. Ist nämlich ein bisschen blöd mit Amarek TV. So, jetzt seht ihr wieder was. Ist halt ein bisschen blöd mit diesem Bild hier, dass der halt nicht so ordentlich umschalten mag. Das ist eben der Nachteil, weshalb ich 1024x768 ganz langsam nicht nehmen wollte, weil ich gerade sowas verhindern wollte. Aber ihr habt ja zumindest mal gesehen, wie das aussehen mag. Immerhin haben wir noch einen Strafzettel bekommen. Wir können es nochmal spielen, allerdings würde ich mal sagen, wir können es ja auch mal... Genau, jetzt haben wir daneben ein Lenkrad. Jetzt müssen wir bestimmt bei den anderen Strecken noch da rumfahren und dann auch ebenfalls keine Strafzettel einkassieren. Dort würde ich jetzt allerdings mal sagen, wir können ja ruhig mal den Verfolger machen. Und zwar nehmen wir mal Klasse A. Wir machen es mal so richtig schwierig. Und wie gesagt, Verfolger... Da bin ich immer daran gescheitert. Ja, so sieht das übrigens aus. Da haben die einfach nur das Corvette-Bild genommen und haben da halt Sirenen dazu gerendert. Halt schlicht und einfach. Ja, wie gesagt, wird jetzt halt nur eine spontane Aufnahme, wie gesagt. Ist immer noch ein bisschen warm zum Aufnehmen. Sind zwar jetzt gerade 26 Grad Innenraumtemperatur, es war schon mal viel höher. Aber wie gesagt, wir können auch Sirene anmachen. 3, 2, 1, los. Wir haben jetzt auch da eine Übersichtskarte. Und wir können den als erstes mal verfolgen. Wie gesagt, bei zwei Runden. Da können wir wahrscheinlich nicht alle verfolgen. Es wird nämlich extrem schwierig, die da alle zu kriegen. Können auch nochmal die Sirene ausmachen und den näheren Gegner hier verfolgen. Ah, ja, ja, ja. Du machst dich gefälligst weg. Vielleicht überlegst du es dir nochmal, einen Polizeiwagen anzurammen. Aber wie gesagt, ich vermisse gerade derzeit irgendwie eine Stimmkulisse, aber die ist irgendwie nicht da. Soweit ich weiß, ich habe das sogar mit Tyrell mal im Multiplayer gespielt, aber trotzdem war da die Stimme da. So, dann verfolgen wir da den mal hinter uns. Alle Einheiten verstanden. Jo, 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 jo. Ja. Na, stopp, stopp, stopp. Nein. Ich weiß leider überhaupt nicht so richtig, wie ich die stoppen soll, so richtig. Wir müssen insgesamt 6 Strafzettel verteilen. Und wie gesagt, da hatte ich bisher immer mein Pech gehabt.
Aber wie gesagt, wir müssen uns nicht zwingend nach dieser Strecke richten. Wir können eigentlich auch rückwärts fahren. Was allerdings keine so wirklich sinnvolle Idee ist. Wie gesagt, Verfolgung habe ich auch nicht wirklich so oft gespielt. Allgemein habe ich Need for Speed 3 nicht so oft gespielt. Da habe ich schon eher Need for Speed 2 gehangen. War zwar ein bisschen schlechter, aber wir können ja mal die Abkürzung nehmen. So, jetzt ist er nämlich da. Und... Ja, was rufst du denn? Ich verfolge dich die ganze Zeit. Was gibt's denn da zu hupen? Ist übrigens auch so schön, diese riesige Übersichtskarte da zu sehen. Das Encodierungsprogramm wird sich riesig freuen. Ja, mal schauen, wie wir das noch hinbekommen werden. Wie gesagt, gerade die Verfolgungssachen sind echt nicht meins. Ich habe die Strecke vollkommen vergessen, dass da... Warum bin ich da jetzt hingefahren? Es muss an der Hitze liegen. Es muss tatsächlich an der Hitze liegen. Wie gesagt, während es in Nordrhein-Westfalen ordentlich Gewitter gegeben hat, sogar Tote, das war richtig schlimm, hat es hier halt nur eine Hitzewelle gegeben. Aber jetzt haben wir heute auch mal Gewitter bekommen und ja, das war zum Glück nicht so heftig wie in Nordrhein-Westfalen. Ein bisschen Regen gab es zum Glück ja auch. Aber jetzt krieg ich die überhaupt nicht ein, verdammt. Weißt du was? Komm, wir fahren jetzt rückwärts. Dann können wir uns noch mal die Strecke anschauen. Weil ich denke mal, wenn wir die jetzt einholen, das macht wenig Sinn. Aber ich denke mal, wenn wir die von der anderen Seite erwischen, das macht sich wesentlich sinnvoller. Aber die gewinnen eh alle das Rennen. Wie gesagt, ich habe da noch nicht so richtig den Trick herausgefunden, wie ich die verfolgen soll. So mit anderen, das geht irgendwie nicht so richtig. Vor allen Dingen sollte ich mal wieder fahren lernen. Ich sollte echt in nächster Zeit keine Rennspiele mehr spielen. Es liegt an der Hitze, dass ich so schlecht spiele. Ich hatte aber andere Projekte derzeit im Sinn. Aber mal schauen, die kommen uns gleich entgegen. Hoffe ich mal. Dann können wir die auf frischer Tat ertappen. Und dann können wir dann auf der Stelle umdrehen. Können ja mal Sirene anmachen. So. Wo sind sie denn? Kommen gleich angerast. Ich denke mal, da werde ich mal bremsen. Und auf der Stelle drehen. Und ungefähr mit denen mal auf Augenhöhe mit der Geschwindigkeit gehen. Genau. Der Gotcha, der hat noch keinen Strafzettel bekommen. 132 km/h über Limit. So, wo ist er denn? Da ist er. Wow, wow, wow. Mal gucken, ob das so eine gute Idee war. Jetzt kriegen wir den ja nicht ein. Oh, der nimmt... Nee, der nimmt keine Abkürzung, der nimmt einen normalen Weg. Aber wie soll ich denn die kriegen hier auf der Strecke? Das ist doch... Uah. Nee, ich gebe es offen zu, dass ich hier nicht wirklich der Beste bin. Das gebe ich offen zu. Da wäre ich auch lieber gerne der... Uah. Oh. Das war jetzt reiner Zufall, dass ich den jetzt einfach so bekommen habe. Das war jetzt wirklich reiner Zufall. Ich will am liebsten den mal hinter mir da verfolgen. Weil den Diablo kriegen wir echt nicht. Nein, kein silberner Diablo. Ein grüner Shigera würde ich am liebsten verfolgen. Nein! Ein grüner! Das ist ein grüner! Den kriegen wir noch nicht. Kann ich die eigentlich auch verhaften, während die am Ziel sind? Schön, ich dachte... Ich dachte, da hättest du einen schönen Bug gegeben. Bam! Macht euch weg von der Ziellinie. Können wir jetzt eh vergessen. Dab, dab, dab. Jetzt hat es wenigstens geklappt. Pensumzeit NV, okay. Na, wir haben immerhin 2 von 6 Verwarnungen verteilt. Das ist immerhin etwas, also, wie gesagt...
Verfolgungsjagden sind da echt nicht so wirklich meins. Hometown, da haben wir bisher erfolgreich abhauen können.